Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog von uns. Wir waren gerade einkaufen, haben super viel eingekauft. Was wir gekauft haben, zeige ich euch gleich im Anschluss. Wir sind gerade zurückgekommen. Vicky hat jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und dann muss sie zu ihrem Volleyballspiel. Und wir trinken noch in dieser halben Stunde einen Kaffee zusammen. Und hast du was vergessen? Ah, okay, genau. Wir trinken jetzt einen Kaffee mit Vicky nach dem Einkauf, weil wir waren beim Rewe gewesen, beim Aldi gewesen, beim Lidl gewesen und beim Penny. Da haben wir den größten Teil eingekauft, haben unfassbar viel Geld ausgegeben, glaube ich über 200 Euro, 215 oder sowas. Und beim Fressnapf waren wir auch. Wir haben noch ein bisschen Futter gekauft. Ich zeige euch jetzt, wie viele Tüten das sind. Und wenn wir Kaffee getrunken haben, dann zeige ich euch, was wir gekauft haben. Hier stehen die ganzen Tüten voll gefüllt. Das ist zwar keine Tüte, aber das haben wir auch geschleppt. Hier sind leere Flaschen. Die haben wir natürlich vergessen abzugeben. Wer macht das auch so? Nimmt die Flaschen mit und vergisst sie im Auto. Das ist für Chapa eine Tüte. Dann haben wir hier noch Sachen stehen. Die Katze haben wir nicht gekauft, die war schon zu Hause. Und hier ist noch so eine Tüte voll mit Sachen. Die ist komplett voll mit Obst und Gemüse. Und das da haben wir beim Penny bekommen für die Treuepunkte. Ein Brotmesser, das hat uns noch gefehlt. Brotmesser haben wir noch gar keins gehabt. So, hier habt ihr Chapas Konzert. Ja, Chapik. Ui, du bist ein Pavarotti. Vicky meint, ich hätte ihm einen anderen Namen geben sollen. Der sollte Pavarotti heißen. Weil er so wunderschön singen kann. Vor allem nachts, wenn man schlafen möchte, singst du schön. Gut. Wir gehen Kaffee trinken und sehen uns gleich. Wir sind soweit, haben Kaffee getrunken. Vicky ist gerade dabei, sich fertig zu machen für ihren Volleyballturnier. Und ich fange schon mal an, euch zu verfilmen, was wir hier gekauft haben. Ich werde das Tüte nach Tüte einfach machen. Ich hole mir immer eine Tüte zu mir und dann zeige ich euch die Sachen, die da drin sind. Wir haben mitgenommen einmal Lauch, Himbeeren, Heidelbeeren. Vicky möchte noch so ein Dessert machen. Ihr habt ja jetzt in dem letzten Video gesehen, was wir so aus den Sachen kochen. Jetzt haben wir uns ein neues Menü zusammengestellt. Das hängt immer bei uns an dem Kühlschrank, was es an welchem Tag gibt. Und ja, genau, da gab es auch Desserts und die möchten wir jetzt mit frischen Beeren versuchen. Letztes Mal haben wir es aus tiefgefrorenen Beeren versucht und das war auf jeden Fall lecker, aber ich glaube, es wird besser schmecken, wenn wir frische Sachen nehmen. Dann haben wir grüne Zwiebeln mitgenommen, eine Gurke. Dann haben wir beim Penny diese Erdbeeren entdeckt und die riechen sehr gut. Also normalerweise um die Jahreszeit glaube ich nicht, dass es schmackhafte Beeren gibt. Aber diese haben einen sehr intensiven Geruch nach Erdbeeren, deswegen haben wir sie jetzt auch mitgenommen. Dann Cherry-Tomaten. Hier haben wir Nektarinen. Da habe ich einige mitgenommen. Das ist jetzt mein Zuckerersatz. Und was ich euch sagen kann, normalerweise bei Easy Life darf man diese Sachen gar nicht essen. Alles, was so einen festen Kern hat, darf man nicht essen. Wir halten uns aber jetzt nicht streng danach, weil wir einfach versuchen, unseren Stoffwechsel zum Laufen zu bringen. Aber komplett so eine harte Ernährungsumstellung, wie wir das erste Mal das gemacht haben, machen wir jetzt nicht. Obst braucht man vor allem im Winter. So, dann haben wir hier Zwiebeln mitgenommen. Das war so ein kleiner, kleiner Schwank von dem Ganzen. So, Äpfel. Äpfel hätten wir auch rote gar nicht kaufen dürfen, wenn wir nach Easy Life gehen, sondern diese grünen, diese sauren, die mag ich zum Beispiel gar nicht. Dann habe ich diese Naschi-Birnen, die haben mir letztens so super geschmeckt, so heißen sie doch, genau, Naschi-Birnen sind das. Die waren so, so lecker, deswegen habe ich sie jetzt nochmal mitgenommen. Da haben wir hier Pomelo,
Also wir essen das jetzt regelmäßig und ich muss euch sagen, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich schäle das nicht gerne, aber Vicky schält das dann immer für uns. Wir sitzen dann auf der Couch und sie schält es und ich esse es nebenbei und sie isst es natürlich auch. Ich glaube, dann haben wir 2 Beutel solche Paprika mitgenommen. Ein Beutel muss noch irgendwo sein. 2 Netze von Mandarinen. Wie ihr seht da hinten, oder ihr seht es auch nicht, hinter der Tüte steht unser leerer, verwaister Obstkorb. Da ist jetzt nichts drin. Und dann sollten es eigentlich 2 Mangos sein. Ich sehe jetzt auch nur eine. Wahrscheinlich ist die andere auch irgendwo anders gelandet. So, die erste Tüte ist damit auch geleert. Dann gehen wir weiter zur nächsten. Hier rüber. Kassenzettel weg. Wir haben Freiland-Eier mitgenommen. Und schau mal, das haben wir beim Penny, beim Aldi entdeckt. Diese Riegel, die haben echt super wenig Zucker. Normalerweise sollen wir das auch nicht essen, aber wir dachten, ein Riegel, wenn wir uns den teilen, da ist Zucker 1,4 Gramm pro Portion, pro ein Riegel, ne? Und das ist halt echt wenig. Super wenig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in die Kamera sehen wird. Wahrscheinlich weniger. Nein, das wird man nicht in die Kamera sehen. Davon haben wir 2 mitgenommen. Die gab es bei Aldi an der Kasse. Wir probieren die und dann kann ich euch sagen, wie wir das gefunden haben. Also, wie es uns geschmeckt hat. So, dann haben wir Kaffeepads mitgenommen. Ja, braucht man, wenn man gern Kaffee trinkt. Zerandfeldreiniger ist uns auch, also Glaskeramikreiniger steht drauf, geht uns leer und heute werde ich auch sauber machen. Deswegen brauchen wir das. Dann Reibkäse zum Überbacken und da war es wichtig, dass es nur 15% Fett ist, Fettgehalt hat. Ja, wegen der Ernährung. Dann haben wir hier Sauerkraut mitgenommen. Eigentlich habe ich nur die Hälfte gebraucht, aber es gab kein kleineres Päckchen beim Penny. Ist auch okay. Dann hier das 2. Beutelchen. Dann haben wir Parmigiano Reggiano mitgenommen. Das hat Fettgehalt, glaube ich, 18. Ja, bis 18 maximal sollten wir nehmen. Und Vicky wird uns zum Valentinstag daraus was kochen. Wahrscheinlich kommt das Video aber nach dem Valentinstag raus. So, für Chapa, wie immer, seine Katzenmilch, das ist wie ein Beruhigungsmittel für ihn. Dann habe ich mir diese kleinen Karotten, Snackkarotten mitgenommen. Ich habe festgestellt, dass es immer bei mir so ist, wenn ich abends koche. Früher habe ich immer Käse gesnackt und jetzt snacke ich diese Karotten. Hilft aber auch. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach irgendwie was kaut. Dann habe ich hier noch diese 2. Mango. Außerdem wird es heute bei uns Kürbissuppe geben und da habe ich die Hakaido-Kürbis mit, den Hakaido-Kürbis mitgenommen. Eigentlich brauche ich nicht so viel, also ich hätte nur 1 Kilo gebraucht, das ist Kilo 600 Gramm, irgendwie sowas. Und ja, wenn davon was übrig bleibt, wir haben immer am Freitag den Tag, an dem wir alles, was noch übrig geblieben ist, verwerten. Und ja. Wenn da was bleibt, schneide ich das einfach in eine Schale, mache einen Deckel drauf und dann wird es am Freitag verwertet. Dann hat Vicky eine Wassermelone mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt gut ist, aber wir hatten irgendwann mal in einem der letzten Winter oder vielleicht auch in dem letzten Winter eine Wassermelone mitgenommen, mitten im Winter. Und die war so süß und so lecker. Deswegen, wir probieren es mal aus. Dann, wartet mal, ich muss das irgendwo jetzt hier schon unterbringen, weil hier gar keinen Platz. Dann nehmen wir einfach mal diesen Kasten hier. Ich zeige euch, was da drin ist. Da sind 2 Eimer Joghurt, also so kleine Eimerchen Joghurt drin. Dann ist mir Oregano fast leer gegangen beim Kochen. Habe ich noch eins mitgenommen. Dann haben wir unsere Lieblingssoße Arrabbiata mitgenommen, aber nur ein Glas davon. Haben wir ein Glas Würstchen und das ist für die Kürbissuppe, die Würstchen. Und die haben auch einen niedrigen Fettgehalt, deswegen haben wir die mitgenommen. Und auch kaum Zucker. Einmal Senf und einmal Tomatenmark. Und
7 Dosen von Tomaten gehackt. Also wir haben einiges anscheinend mit den Tomaten vor. Laut Einkaufsliste, laut Koch- und Einkaufsliste haben wir das gebraucht. So, das stelle ich einfach genauso zurück. Und wir kommen zu dem nächsten. Gucken wir, ob das hier rein. Hier haben wir Kaffee. Also die Tante von Vicky, bei der wir jetzt im Urlaub in Bulgarien waren, hat die Kaffeemaschine vom Aldi. Und da passen diese Kapseln rein. Wir haben dann 4 verschiedene mitgenommen. Vicky wird ihr ein Päckchen zukommen lassen mit verschiedenen Sachen. Einfach so aufs Dankeschön. Ne? Also da kommt noch mehr als Kaffee rein, aber Kaffee unter anderem auch. Und deswegen haben wir den jetzt mitgenommen, weil sie in Bulgarien diesen Kaffee irgendwie nicht bekommt. Und die Maschine hat sie von ihrer Tochter damals, glaube ich, geschenkt bekommen. Ja. So, dann haben wir Hackfleisch mitgenommen. Ich werde nicht das Ganze zum Kochen jetzt brauchen, aber ich werde mir das portionsweise einfach einfrieren. Das wird jetzt als erstes geschehen, wenn ich hier das abgedreht habe. Dann haben wir 2 Päckchen von diesen Spaghetti-Nudeln mitgenommen. Die anderen mit was war das? Mit Curry oder mit Kurkuma? Was habe ich da mitgenommen? Haben wir noch nicht ausprobiert. Aber beim letzten Einkauf hatten wir auch solche. 0 Kalorien oder was ist das? 10 Kalorien pro 100 Gramm hatten wir mitgenommen. Und die habe ich auch in einem der Rezepte verwendet. Und ja, das ist jetzt für unseren Valentinstag wird unsere Nudel. Das werden unsere Nudeln sein. Außerdem haben wir hier diesen Pulverkaffee, und zwar diesen feinpulverigen. Wozu brauchst du das, Schatz? Was wolltest du damit machen? Für Dessert, Mom. Ach ja, genau, diese Kaffee-Desserts, die werden mit diesem feinpulverigen Kaffee-Desserts, diese Desserts mit den Beeren, da kommt auch ein bisschen Kaffee rein. Stimmt. Genau. Du riechst gut, Schatz. So, dann haben wir mitgenommen Knorr, Bouillon, so wie immer, das kaufe ich immer. Das ist für mich der beste Bouillon. Ich habe verschiedene schon ausprobiert, aber das mit Gemüse, die anderen von Knorr, also in diesem Format, habe ich nicht probiert. Weiß ich nicht, weil ich das auch gar nicht mag mit Fleisch oder sowas. Gemüse ist vollkommen ausreichend. Dann haben wir fürs Auto vom Febreze diese Duftdinger mitgenommen und noch eins mit Frühlingsfrische oder irgendwie sowas, ne? Das ist aber schon im Auto drin. Magst du das mitnehmen im Auto lassen? So, zack. Ja, sie hat keine Zeit. Und dann haben wir Unmengen wieder von diesen Getränken mitgenommen. Also insgesamt, ich will sie jetzt alle nicht rausholen. Habe euch ja das letzte Mal gezeigt, was es da für Sorten gibt. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Flaschen mitgenommen. Leute, das ist einfach super teuer. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Woche nochmal so machen, dass wir so viel mitnehmen. Oder vielleicht, also wir haben uns überlegt, dass wir uns das einfach für die Tage mitnehmen, an denen wir einen langen Arbeitstag haben. Sagen wir mal, bei mir am Montag, da arbeite ich bis 6:30. Dann ist es sinnvoll, dass man noch so eine Zwischenmahlzeit drin hat, weil es steht drauf, dass es eine ganze Mahlzeit ersetzen soll. Ich brauche ja keine ganze Mahlzeit, aber manchmal, wenn man so lange arbeitet, ich arbeite am Montag von 8, ich stehe schon um 6 auf, um 7 bin ich von zu Hause raus, ja, dann habe ich nur ein Mittagessen, das reicht mir einfach irgendwann mal nicht. Man kommt hungrig wie ein Wolf nach Hause und das ist total kontraproduktiv. Ne? Dann schnappt man da und hier irgendwie was und stopft sich das hinein. Und ich habe gemerkt, dass das mit diesem Getränk gar nicht mehr so ist, dass ich so viel in mich reinstopfen möchte. Genau, dann haben wir uns gedacht, dass das für die Tage ist, an denen wir entweder direkt nach der Arbeit zum Training gehen, Vicky zum Volleyball oder ich zum Yoga. Oder wenn wir so lange Arbeitstage haben, dass wir das dann für die Tage noch kaufen. Weil es ist, wir haben jetzt wie viel Euro insgesamt nur für diese Getränke gezahlt? 48 Euro für 12 diese Getränke. Da es eine Mahlzeit ersetzen soll, ist es ja tatsächlich gar nicht so teuer. Ne? 12 Mahlzeiten für 48 Euro geht. Aber wir nutzen das halt nicht wie eine Mahlzeit, sondern eher wie so ein Zwischensnack. Und das ist dann schon so. Naja, geht's ins Geld, Leute. Genau, das ist das. Hast du das für deinen Bruder schon rausgenommen? Nein. Tschüss.
Tschüss. Okay, ciao. So, dann machen wir mal weiter. Dann waren wir noch bei Fressnacht gewesen. Ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert, was wir für Chapa gekauft haben, aber ich zeige es euch mal. Vielleicht interessiert es ja auch jemanden. Für sein Katzenklo. Ich habe ja schon gesagt, ich bin jemand, der sehr pingelig ist dabei. Und ich mag nicht, wenn diese Gerüche stehen. Deswegen mache ich in sein Katzenklo immer so einen Beutel rein und so ein bisschen Katzenstreu. Und wenn das Katzenstreu schon den Geruch gar nicht mehr hält, dann Sack raus, weg. Und so muss man die Toilette halt auch nicht jedes Mal putzen. Also falls ihr eine Katze zu Hause habt und euch Gedanken macht, wie ihr das dann regeln könnt, so könnt ihr es regeln. Da braucht ihr auch gar kein Duftding, weil die Katzen mögen manchmal diese Duftdinger da drin gar nicht. Ne? So, dann habe ich für Chapa diese Relax-Paste gekauft. Die isst er super, super gerne. Das mag er. Und die beruhigt ihn tatsächlich. Also, die anderen Pasten hat er nicht so gern gemocht. Und die liegen noch da. Wahrscheinlich werde ich sie auch entsorgen. Dann haben wir ihm diese Milky Cups gekauft. Die sind ein bisschen reichhaltiger als die Katzenmilch. Die gebe ich ihm auch, damit er gesättigter ist nach dem Essen. Außerdem haben wir hier Beutel von Katzenfutter mitgenommen. Aktuell isst er gerne wieder diese Sachen. Also einmal von Royal Canin haben wir Age Plus zweimal und einmal irgendwas Maine Coon, keine Ahnung, was ist das, mal ausprobieren. Und letztens habe ich ihm diese hier vom DM gekauft und zwar mit der irgendeiner milchigen Soße drin und das fand er super. Also er hat die ganze Schüssel aufgegessen, aber das heißt nicht, dass er auch dieses isst. Also wir haben drei Beutel, drei verschiedene, glaube ich, mitgenommen. Einmal mit Huhn, einmal mit Seelachs und einmal mit Kabeljau. Gucken wir. Dann seine Lieblingssticks, damit geben wir ihm seine Tabletten. Dann schiebe ich immer die Tablette oben in den Stick rein und er frisst es. Er frisst es und er muss ja drei Tabletten am Tag nehmen, eine morgens und zwei Tabletten abends. Und davor war es immer so ein Kampf, wie kriege ich die Tablette in die Katze hinein, so kriege ich die Tablette in die Katze hinein bei dem Futter. Ich glaube, ich hatte auch schon so einen Kommentar drin, liebe Grüße an dich, ja, dein Hund hat ja auch die Tabletten da rausgesucht, ne? Und die Tiere sind ja super schlau, ne? Die lassen die Tablette beiseite, Chapa findet sie auch immer irgendwie und lässt sie an der Seite liegen. Dann haben wir ihm das hier mitgenommen von Gourmet. Das hat er früher gegessen, dann hat er es wieder nicht gegessen und Vicky hat gemeint, ja, lass uns mal ausprobieren, ob das jetzt wieder frisst, also das hier. Und dann haben wir diese Döschen von Gourmet mitgenommen, vier Döschen. Die hat auch früher gegessen und hat das wieder aufgelassen. Aktuell isst er sehr gerne Schäber und zwar diese kleinen. Und die haben wir jetzt auch mitgenommen in den Geschmäckern. Mal gucken, ob er die dann auch isst. So Leute, das war eigentlich unser Einkauf gewesen. Was steht heute auf dem Plan? Heute auf dem Plan und wir haben jetzt schon 13:30 Uhr. Kühlschrank sauber machen, das hier einräumen, Wohnung sauber machen, Wäsche einsammeln, Wäsche waschen und dann würde ich gerne ein bisschen Freizeit haben. Deswegen nehme ich euch beim Saubermachen heute nicht mit, damit es halt schneller geht. Mit dem Ganzen, ich würde auch gerne zu Action kommen heute, weil ich habe ein Video von der Xenia gesehen, liebe Grüße an dich, liebe Xenia. Sie hat eine tolle Alginatmaske ausprobiert, also ich glaube, das ist Alginat, weil es sah so aus an ihrem Gesicht. Ich würde gerne zu Action kommen und mir diese Maske holen, vielleicht noch in anderen Varianten. Und außerdem hat mich eine liebe Kollegin gefragt, ob ich für ihre frühere für ihr früheres Bezugskind eine Karte bastel, denn dieses Bezugskind von früher ist jetzt schon so groß, dass es Abi macht, ne? Und sie würde ihr gerne was selbstgebasteltes Persönliches schenken, aber sie kann nicht so gut basteln. Ich mache das sehr gerne. Sie hat mir auch gesagt, was sie so auf der Karte haben möchte, also ich brauche gar keine Idee für die
für die Karte, sondern ich muss jetzt zu Action und gucken, wie ich die Karte, mit welchem Material ich die, das gestalten möchte. Es soll so eine Freiheitsstatue drauf mit dieser Fackel und auf der Fackel soll drauf stehen, also auf diesem Feuer sollte drauf stehen AB 2003, also das war so ihre Vorstellung und ich gucke, was ich dafür finde und wenn ich die Karte gebastelt habe, falls ich es nicht vergesse, verfilme ich euch, wie die Karte geworden ist. Nun gut. Ich werde jetzt durch das ganze Chaos jetzt hier mich durchkämpfen und wir sehen uns auf jeden Fall im Verlauf. Nur noch ganz kurz, damit ihr wisst, wie es gerade hier ausschaut und durch welches Chaos ich mich gerade durchkämpfen werde. Also Leute, es ist wirklich so einiges an Sachen zu tun. Die Schuhe, die da hinten stehen, die habe ich gewaschen, die hatte ich beim Garten an. Ah, und apropos, wir haben das Brot gebacken. Hier steht noch neuer Teig, also der steht da unten an der Heizung, weil es da super warm ist. Und je höher wir gehen, desto kälter wird es. Und das braucht ja eine gewisse Temperatur. Ja, genau, ich werde mich jetzt durch dieses ganze Chaos hier durchkämpfen müssen. Dann gehen wir mal ein Stückchen zurück. Hier liegen die leeren Flaschen, die muss ich rausbringen. Chapas Katzenklo habe ich Gott sei Dank gestern sauber gemacht. Ich muss das Bad noch sauber machen, da steht auch einiges an. Ich würde gerne hier drin mal schauen, was ich noch da habe an Produkten und was ersetzt werden muss. Was vielleicht auch rausgeholt werden muss. Ich habe euch ja in einem der letzten Videos gezeigt. Hier, Lancôme, schaut mal. Da habe ich wirklich die ganze Flasche noch da. Eine neue, unangebrochene. Aber ich habe mir überlegt, die hole ich erst raus, wenn ich hier sauber gemacht habe. Ja, muss ich mal schauen. Stelle ich wieder zurück. Was man davon rausholen kann zum Benutzen. So. Ja, hier, das hier mache ich auch jedes Mal sauber, ne? Das muss alles dann raus, Staub muss raus. Letztes Mal habe ich es nicht gemacht, weil wir einfach super müde waren. Hier ist auch Staub drauf. Ich weiß nicht, man kann das wahrscheinlich nicht so gut sehen. Nee, man kann das nicht in die Kamera sehen, aber ich sehe es und ich sage euch, da ist Staub drauf. Hier könnt ihr es gut sehen, seht ihr? Das ist alles Staub. Das muss man einmal abwischen alles. Ja. Ne? Polieren, damit es ordentlich aussieht. Außerdem wollte ich von Chapa die Katzendeckchen waschen. Das heißt, solange er nicht da drauf schläft, könnte ich die schön einsammeln. Er schläft gerade hier, hat gerade gefressen. Nach seiner Mautsattacke hat er jetzt von uns noch Essen und Milch bekommen. Das hier würde ich gern auswechseln. Ne? Wir haben ja keinen Winter, keinen Schnee mehr. Man könnte das vielleicht mit irgendwas anderem befüllen. Da sehe ich dann, wie weit ich komme. Und hier einfach nur ein bisschen alles ausschütteln. Seinen Katzenbrunnen habe ich gestern sauber gemacht. Ich habe festgestellt, dass wenn ich seinen Brunnen länger als 2 Tage laufen lasse, trinkt er nicht mehr draus. Also ich muss jeden zweiten Tag den Brunnen wechseln, weil er kommt, schnüffelt und dann stellt er für sich fest, dass er das gar nicht mehr haben möchte. Hier, meine Lieben, natürlich wie immer die Wäsche. Schieben wir zur Seite. Das ist einfach das natürliche Bild von diesem Zimmer. Es muss auch jetzt wieder eingesammelt werden. Gebügelt muss noch einiges. Aber schaut mal, was ich euch zeigen wollte. Mein Weihnachtsstern kriegt jetzt erst rote Blätter. Weiß nicht, der ist so ein bisschen ein Spätzünder, glaube ich. Aber ich finde es schön. Jetzt ist es auch schön. Und dieser Bambusstängel wird immer länger. Nee, das heißt doch, wie heißen das? Bambus, ne? Auf jeden Fall, gut. So, und ansonsten wie immer Staub wischen. Mehr ist es nicht. Man denkt, das ist nicht mehr, aber es ist schon einiges, was man so machen möchte. Und hier im Schlafzimmer überwiegend Staub wischen. Da drüben natürlich wieder die Katzendecke, die Wäsche. Und ich würde gerne in diese Schublade, also Schubladen, hier in diesen Schränken mal Ordnung machen, weil ich habe da mal Ordnung gemacht, aber irgendwann mal sieht es wieder so aus. Ne? Das sind die Sachen, die ich bei Wollwort gekauft habe, die muss ich auch mal rausnehmen und umnähen, damit wir die in Benutzung nehmen können. Ja. Wie ihr seht, habe ich wirklich mir einiges vorgenommen. Ich glaube, meistens nehmen wir uns immer super viel vor. Und dann hetzen wir. Aber nein, ich werde heute nicht hetzen. Ich werde mir jetzt die Zeit lassen, wie weit ich komme.
aufzuräumen und dann geht's auch ab in die Stadt, weil ich würde wirklich gern heute zur Action kommen. Okay, dann winke ich euch von hier. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut sehen könnt, wahrscheinlich nicht, es blendet, weil ich hier Licht in der Kamera anhabe, sonst ist es zu dunkel gerade in der Wohnung. Meine Lieben, falls ihr sauber machen müsst, legt los, dann machen wir jetzt zusammen sauber. Mädels und Jungs, ich bin endlich fertig. Ich habe gerade drüber geguckt, um zu gucken, wie spät es ist. Es ist 6:30. Ich habe 2:30 angefangen. Nur fürs Protokoll, damit man weiß, wie lange ich hier irgendwie brauche. Und ich bin tatsächlich noch nicht ganz fertig. Noch der Boden muss sauber gewischt werden. Aber das übernimmt gleich unser Staubsaugerroboter. Der hat auch bis jetzt gesaugt. Ich habe mir das nur kurz hingestellt, damit er sich etwas auflädt. Aber der Wassertank ist schon drin. Ich will trotzdem zu Action gehen, auf jeden Fall, um mir diese Maske zu holen und dann, wie gesagt, noch wegen der Karte gucken, ob ich da was Passendes finde. Ich bin voll müde jetzt, so richtig müde. Ich habe irgendwie gedacht, ja, ich habe es auch gesagt, dass ich da jetzt nicht lang rummache, aber es ist, wie es ist. Man fängt mit dem einen an und dann dieses Schränkchen und jenes Schränkchen. Und tatsächlich bin ich nicht mit allen Schränkchen durch, die ich irgendwie gern machen wollen würde, aber es ist, wie gesagt, 6:30. 6:30, Leute. Wir haben was? So, das sind 5 Stunden, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. 5 Stunden. 5 Stunden sauber machen. Okay, ich habe zwischendrin auch die Katze gefüttert und ein Brot gegessen, aber ich habe bestimmt keine Stunde Brot gegessen. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Also die Teppiche liegen noch nicht auf dem Boden. Wie gesagt, Saki wird jetzt laufen. Aber im Endeffekt sind die Reinigungsarbeiten zu Hause abgeschlossen. Und wir fangen mit der Küche an. Also ich habe jetzt hier die Füße von unseren Stühlen sauber gemacht und mit einem Badezimmerteppich abgedeckt, weil wenn die Saki jetzt kommt, wird sie draufsteigen, dann wird es alles wieder verschmiert sein. Natürlich kann ich die Stühle auch irgendwo hochlegen, habe aber wenig Lust drauf und dieser Teppich ist sowieso zum Waschen. Ne? Das ist der, der jetzt im Bad war, da liegt jetzt ein neuer und den habe ich davor schon sowieso ausgeschüttet und draufgelegt. Dann habe ich hier unsere Tischsets oder wie man das nennt, verändert. Nicht, weil die so wunderschön sind, sondern manchmal ist so eine Veränderung auch gut. Einfach mal Tapetenwechsel. So, ja. Die Kaffeemaschine habe ich auseinandergenommen, sauber gemacht. Die Teile von der Kaffeemaschine sind jetzt noch in der Spülmaschine. Ich habe komplett unseren Teekocher, oh, der ist noch heiß, entkalkt, sauber gemacht, zweimal durchgekocht und hier die Oberflächen mit dem Fettentferner. Sauber gemacht. Die Uhr geht ein bisschen falsch, aber macht nichts. So, genau, hier ist nicht mehr allzu viel passiert. Das Obst habe ich einsortiert. Hier habe ich auch den Teppich zusammengerollt. Ne? Und ja, die in allen Lichterketten habe ich die Batterien ausgewechselt. Unsere geöffneten Weine stehen jetzt da, damit Chaba sie nicht umschmeißt, wenn er möchte. Ich kann euch auf den Kühlschrank zeigen. Ich habe jetzt alles schön eingeräumt. Ich bin voll zufrieden mit mir. Wir haben, wie ihr wisst, oder vielleicht auch nicht, einen kleinen Kühlschrank. Hier ist alles frisch gekauft, schön eingeräumt. Die Kohlrabi ist von vorher schon da. Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren habe ich jetzt hier so gelassen. Da liegt die Hokkaido und unsere Wassermelone, Gurke. Hier habe ich die Getränke untergebracht und ich habe mich erinnert, ich habe ja auch eigentlich noch Kefir, den wollte ich trinken. Ich hoffe, der ist jetzt nicht, ja, der ist kaputt, Leute. Daraus kann man höchstens jetzt nur noch was backen. Super, dritter, aber warum ist der kaputt? Dritter, was haben wir? Wir haben noch gar keinen dritten. Kann man das noch trinken? Der ist irgendwie stückchenhaft. Ich schaue später danach nach. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Von den Cherry-Tomaten habe ich schon ein bisschen was genascht. So, das war die Arbeit hier. Dann habe ich hier natürlich Katzenfutter eingeräumt. Und hier steht der Müll, der muss rausgebracht werden. Und der Saugeraufsatz von unserem Staubsauger. Roboter. Und das, was ihr seht, sind keine Flecken, sondern das ist so eine
Folie, die hier drauf geklebt ist, falls Flecken drauf kommen, dass wir wischen können. Das ist dieselbe, die wir hier haben. Na, seht ihr? Wir haben doch mal hier so eine Folie drauf geklebt. Hier muss ich noch wegen dem Bild gucken. Ich wollte hier ein Bild hin. Vielleicht, wenn ich jetzt in der Stadt bin, hole ich irgendwelche Blumen, vielleicht aber auch nicht. Ich habe jetzt nur noch die Kerze hier gelassen. Die anderen trockenen Blumen habe ich da oben auf dem Kühlschrank gelassen. Gut, gehen wir mal weiter. Hier habe ich die Lichterkette, die jetzt hier ist. Die war vorher in dieser Vase, habe ich gerade umgestellt, fand ich irgendwie auch mal schön was anderes. Und ich habe ja im Bad die Sachen ausgeräumt, dann habe ich diese Handcreme gefunden, die haben wir ja für Bulgarien für den Winterurlaub gekauft. Und ja, im Auto haben wir auch immer eine Handcreme und ich weiß, dass sie Vicky leer gegangen ist. Dann können wir die ja jetzt im Auto lassen. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, kann ich nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Ansonsten ist hier alles wie beim Alten. Ich habe meine Jacken weggeräumt, also die, die ich jetzt nicht wirklich trage, die ich zwischendrin immer mal rausgeholt habe, als wir mit dem Auto unterwegs waren. So erscheint auch gleich unsere Garderobe etwas, wie soll ich sagen, nicht mehr so überfüllt, ja. Genau, dann machen wir mal weiter hier im Wohnzimmer. Saki mit Wassertank steht da. Hier habe ich den Tischläufer gewechselt. Das mache ich meistens dann, wenn ich merke, da sind Flecken drauf gekommen oder wenn ich einen Tapetenwechsel brauche. Und ich habe beides gebraucht, sowohl Tapetenwechsel als auch, ja, da waren Flecken drauf. Hier habe ich das ganze weiße Zeugs, also diesen weißen Kunstschnee entfernt, Serviettenweiß draufgelegt. Das passt dann. Das ist, finde ich, ganz stimmig so. Das sind die Sachen, die ich bei Aufgebraucht euch gezeigt habe. Ich wollte mal schauen, was die kosten in der vollwertigen Größe. Irgendwann werde ich ja auch Sachen wieder bestellen bei der Kosmetik, dass ich die jetzt nicht wegschmeiße, sondern erstmal nachschaue. So, und die Tisch unter Sätze habe ich hier auch verändert. Tut mir leid, dass die Kamera so hin und her springt wegen der Schärfe. Es ist hier recht dunkel und die Kamera ist nicht so gut. Die Kissenbezüge habe ich hier umgeändert. Die waren hellblau gewesen. Und ich habe einen Fleck auf meinen drauf gehabt. Deswegen habe ich es jetzt verändert. Die Decke von der Katze habe ich noch nicht gewaschen, weil die Katze drauf schlief. Aber ich habe schwarze Wäsche angemacht. Die Sachen stehen jetzt so zur Seite geschoben, damit Saki, wenn sie läuft, maximal an Fläche sauber machen kann. Hier im Arbeitszimmer hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Wie gesagt, die Batterien wurden gewechselt. Ansonsten, da stehen die Sachen, die jetzt zu Vickys Tante gehen, plus noch ein Päckchen, das wir einem Bekannten abgeben müssen und ein Getränk von diesen Getränken, das wir Vickys Bruder geben wollen. Das H&M-Paket, da sammle ich die Sachen, die ich an H&M gebe für diese Kleiderspende und ansonsten nichts. Hier werde ich die Tür jetzt aber auch zumachen, damit die Sacke hier gar nicht reingeht, weil ich will mich hier nicht mit diesen Teppichen rumschlagen. Da habe ich einfach mit Hand den Boden schon gewischt. So, dann gehen wir weiter hier ins Schlafzimmer. Wenn ich jetzt Licht offen mache, wird die Katze wach. Ich zeige es euch einfach so. Hier hat sich nichts verändert. Ich habe nur hier auch die Batterien gewechselt, wie ihr seht, hier und da. Ich zeige euch auch gleich, wo die Katze schläft. So schaut es auch apropos aus, wenn ich sauber mache. Also ich muss hier die Teppiche schon, bevor die Saki saugt, wegmachen. Da schläft der Jabba. Schaut, da hat sich hier verkrochen. Genau, da schläft er jetzt. Und hier liegen meine Sachen. Damit bin ich heute einkaufen gefahren. Das ziehe ich jetzt auch gleich an. Ja, nichts hat sich verändert. Ich habe nur Staub gewischt überall. Das reicht auch für hier. Ah doch, ich habe hier in diesem Schrank aufgeräumt. Das habe ich euch auch gesagt. Ne? Aber viel anders sieht es halt nicht aus. Nur ausgepackt und hingelegt. Das war's. Ja, genau. Und das habe ich einfach gerade gestellt. So, meine Lieben, dann mache ich mich auf zum Action. Und Vicky hat gesagt, sie wird heute erst
Gegen 9 zu Hause sein, vielleicht auch 21:30, je nachdem. Also die spielen dann noch. Ich habe aber noch genügend Arbeit hier, die ich machen möchte, und darum werde ich mich jetzt auch kümmern. So, meine lieben Mädels und Jungs, ich laufe hier, die Kamera wackelt ein bisschen, weil das ist mein Telefon-Handy. Der Einkauf ist totally complete. Ich habe jetzt auch noch beim Lidl vorbeigeschaut, weil ich für die Vicky nach Lachs gesucht habe. Lachsaufschnitt, aber den gab es nicht. Ich habe trotzdem meinen anderen mitgenommen. Beim Action war ich und dann noch zu Rossmann bin ich reingegangen, weil ich unter die Augen die Patches haben wollte. Und dann habe ich noch nach diesem Set mit den Masken gesucht, mit diesen 7 Tagen in einem Paket. Aber die gab es irgendwie gar nicht. Vielleicht war das etwas, was sie nur als Aktion angeboten haben. Oder ja, schade. Limited Edition wahrscheinlich. Das war von Isanne. Ich habe überall geschaut. Vielleicht sollte, aber ich habe jetzt die Verpackung auch nicht dabei, sonst hätte ich auch die Verkäuferin gefragt. Ich zeige euch gleich zu Hause, was ich eingekauft habe. Mädels und Jungs, ich bin zu Hause, sehe ein bisschen natürlich mitgenommen aus, aber heute war ein super langer Tag. Meine Waschmaschine ist auch schon fertig, die räume ich aber, nachdem wir geschaut haben, was ich gekauft habe, aus und belade sie neu, dann müssen noch Chapas-Decken unbedingt heute rein. Ich will das sauber haben. So, ich greife einfach wahllos in die Tüte und dann zeige ich euch, was ihr gekauft, also was ich gekauft habe. Für Vicky habe ich diesen Lachs mitgenommen beim Lidl. Ups, umgefallen. Habe ich uns Würstchen mitgenommen für zwischendurch snacken. Wegen dieser Ernährung, die wir machen, können wir natürlich nicht alles zwischendrin snacken. Es muss dann auf Fettgehalt und sonstiges geachtet werden. Dann habe ich so einen hauchdünnen, was ist denn das, Kochschinken für Vicky mitgenommen. Ich mag nicht so gerne Kochschinken und er hat nur 2 Gramm Fett. Darauf sollte ich achten. Dann habe ich Putenlachs-Schinken mitgenommen, da war auch sehr wenig Fett, wie ich sie jetzt sehe, 2,2 Gramm. Für mich habe ich Hähnchenbrustschinken mitgenommen. Ja, der hat 2 Gramm Fett auch. Fürs Frühstücken, ich habe festgestellt, dass ich den Kühlschrank, ach, irgendwie überbelichtet die Kamera, sorry Leute. Muss ich mal schauen, was da jetzt los ist. Gleich wird es so besser. Ja, genau. Irgendwie, als ich den Kühlschrank eingeräumt habe, habe ich festgestellt, dass wir nicht allzu viel zum Frühstücken haben, zum Brot belegen. So, dann habe ich für mich noch, das hat viel zu viel Fett eigentlich, das sollte ich nicht essen, aber manchmal gönnt man sich ja auch sowas. Also so übertrieben viel hat es nicht. Gerade ein paar Gramm mehr, als wir haben sollten. Aber das ist mein Sonntagsessen. Ich liebe diese Shrimps in Dillsoße oder in Knoblauchsoße. Die habe ich auch, glaube ich, letztes Mal mitgenommen. War super. Und dann habe ich diese Lidl Plus App und da gab es beim Einkauf solche Müllbeutel gratis. Oder man konnte sich Gemüse aussuchen. Aber da in diesem Gemüse Erbsen drin waren, das waren so TK-Gemüse, habe ich sie nicht mitgenommen, weil Erbsen sollen wir nicht essen. Aber Müllbeutel kann man immer gebrauchen. Die passen genau in unser Badezimmer. In den Badezimmermülleimer. So, dann habe ich bei der lieben Xenia gesehen, dass sie sich dieses Shampoo geholt hat. Oh Mann, Leute, die Kamera möchte nicht. Das heißt Monday. Wartet mal, ich drehe die Kamera mal um. Besser bei der lieben Xenia habe ich gesehen, dass sie sich solche Shampoos gekauft hat von Monday. Und ich habe mir die gerade auch mitgenommen, weil der Erfolg an den Haaren war nach einer Anwendung schon bei ihr im Video zu sehen. Dann dachte ich, ja, das lasse ich mir nicht entgehen und habe es gekauft. Lasst euch von der Katze nicht stören, er hat schon gegessen. Ich kümmere mich gleich um ihn. Dann habe ich uns so einen Rasierer mitgenommen von Isana. Normalerweise nutzen wir den von Venus, aber der ist super teuer irgendwie. Und wir haben diesen Monat schon unfassbar viel Geld ausgegeben. Deswegen.
Deswegen das hier. Und wir hatten ja im Urlaub eins von Nesana mit diesen Vierklingen mitgenommen. Der war gut. Dafür gab es aber, also ich habe diese Stange von dem Vierklinger da, aber es gab keine Rasierklingen dafür. Deswegen habe ich jetzt den hier mitgenommen. Und die Rasierklingen, die Ersatzrasierklingen dafür, sind viel günstiger als die von Venus. Wenn das gut ist, dann kaufe ich mir einfach die Rasierklingen davon. So, dann habe ich mir so einen Handschuh mitgenommen. Ich habe unsere weggeschmissen, bevor wir in den Urlaub gefahren sind. Dann ein Trockenshampoo. Braucht man ab und an. Dann habe ich so eine Gesichtsmaske gesehen. Erstmal wollte ich sie nicht nehmen, dann dachte ich, warum nicht? Heute habe ich so unfassbar viel sauber gemacht und schaut mal, was mit meinem Nagel passiert ist. Das muss ich, das sieht man jetzt nicht. Komm her. Na, Kamera. Ja, das muss ich morgen dann sowieso machen. Nach 5 Stunden Putzen fliegen mir die Nägel ab, obwohl ich die Handschuhe benutzt habe. Aber egal. Also das ist eh an der Reihe gewesen. Meine Haut hier wächst auch super schnell. Dann habe ich für unseren Rosinendrink diese sulfatfreien Rosinen mitgenommen und Glückstee. Ich mag die Yogi-Tees sowieso sehr, sehr gerne. Dann verschiedene Augen Patches. So, genau, die waren irgendwie um die 70 Cent und das reicht mir vollkommen. Da ist noch einer. So morgens oder zwischendrin aufs Gesicht. Dann habe ich die hier gesehen und ich dachte, dass ich Augenpatches unten drunter mache und dann diese Tuchmaske drüber, damit die nicht rutschen. Mal gucken, ob das irgendwie was bringt oder vielleicht einen besseren Effekt hat. Und statt meinem 7er Pack von Isana habe ich jetzt diese mitgenommen. Die waren auch recht günstig. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was, aber so unter 1 Euro. Und dann habe ich passend zu dieser Handmaske auch diese Lass die Seele baumeln Verwöhnmaske fürs Gesicht mitgenommen. Heute habe ich es mir auf jeden Fall verdient. Beim Action habe ich mir diese Kartons mitgenommen. Das sind, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt überträgt, aber so wie Raufaser ist das so ein bisschen. Weiß und Eierschale und so Richtung ein bisschen grau. Daraus will ich die Karte basteln und dann habe ich diese Kartons entdeckt. Da gibt es verschiedene Sachen, die man sich vielleicht rausschneiden kann. Ich habe eins gesehen, das hat mir super gut gefallen. Wartet mal, vielleicht finde ich es jetzt. Da, genau, wartet. Weiter, eins vor. Genau, das passt jetzt zum Abi. I want to do, I want to see. Ne? Das werde ich aufschneiden und in die Karte eventuell mitverwenden. Ansonsten gibt es da, oh, da gab es auch noch was. Muss ich mal schauen. People, I want to talk. Genau, schaut mal, das ist doch schön. Es wird auf jeden Fall eine schöne Karte werden, glaube ich. Hoffe ich. Das habe ich jetzt beim Action mitgenommen und außerdem habe ich ja nach dieser Gesichtsmaske mein Handy gibt den Geist auf, Leute. Das tut mir echt leid. Auch das Handy ist müde. Dann habe ich beim Action auch nach diesen Gesichtsmasken gesucht, die Xenia hatte. Sie hatte so eine lila, die gab es bei uns irgendwie nicht. Sowieso hat unser Action sehr, sehr wenig Kosmetikauswahl. Ja, und ich habe einmal diese grüne mitgenommen. Da steht Rubber Face Mask with Pearl. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so eine, was habe ich denn gesagt, davon Maske ist. Alginat Mask. Aber weiß ich nicht, muss ich mal lesen. Ich habe mir 2 Stück mitgenommen zum Ausprobieren. Ich muss die Katze füttern, der wird gleich, ja. Und dann habe ich so ein Refill für ein Duftfläschchen für diese Duftstängel mitgenommen. Im Flur habe ich einen stehen und man muss ja nicht immer was Neues kaufen. Also das roch angenehm, fand ich, und ich habe es mitgenommen. Dann die hier fürs Bad. Das war im Endeffekt der ganze Einkauf Ich werde jetzt gewesen. die Wäsche rausholen, aufhängen, aber bevor ich die Wäsche raushole und aufhänge, kümmere ich mich kurz um Chapa, weil der miaut die ganze Zeit und nachdem ich Wäsche rausgeholt habe, aufgehängt habe, das hier alles eingeräumt habe, fange ich an zu kochen. Leute, das war mein Samstag. Also recht anstrengend, recht viel zu tun, aber wir haben alles erledigt.
was wir erledigen wollten. Wäsche bügeln wäre natürlich noch ideal, aber man kann nicht alles an einem Tag schaffen. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich für morgen mein Yoga, ich habe morgens früh Yoga absage, weil irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Ich kriege Halsschmerzen. Und zurzeit ist auch jeder erkältet. An der Stelle sage ich dann einfach zu euch, an euch, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr deinen Kanal abonniert habt und mich schaut. Und bleibt gesund, bleibt munter. Wir sehen uns im nächsten Video.